nämlich noch richtig gefährlich geworden. Der hatte nämlich die harten Reifen drauf. Der hätte den Speed sicher mitgehen können. Und dann, ja, habe ich gesehen, Edgar ist weit hinten. Später ist er sogar ganz raus. Vielleicht hat er nochmal einen Fehler gemacht, ich weiß nicht. Und dann, ja, habe ich gesehen, das reicht eigentlich locker und bin es einfach nach Hause gefahren. Einmal noch kurz eine kleine Mauerberührung, aber das hat niemand gesehen. Also wir konnten, glaube ich, Das. nochmal zwei Mauerberührungen von Edgar sehen. Das sah aus, als wäre der Wagen komplett instabil auf der Bremse. Das zu deiner Information. Also ganz locker bist du jetzt nicht nach Hause gefahren. Du bist ja immer noch in den 41ern geblieben, obwohl du, ja, fast komfortabel vorne lagst. Wie machst du das? Ja, es ist ja immer gefährlich, wenn man zu viel nachlässt und schleichen sich Fehler rein. Und am Schluss hatte ich noch gedacht, ich müsse ein bisschen Sprit sparen, aber hat dann auch locker gereicht. Geizigen Schweizer hier, also. Da kommen Das aber im nächsten ist aber Training die nochmal Schweizer drauf. Coolness da. Ja, ich mal. Das ist einfach beeindruckend, muss ich sagen. Ja, das ist komplett durchdacht von A bis Z gemacht, da kann man nichts gegen sagen. Michael Tröscher, du als Zweiter. Wie war das Rennen aus deiner Sicht? Beziehungsweise auch gerne vom ersten Sprintrennen, da haben wir dich ja noch nicht gehört. Was sagst du zu diesem Surfers Paradise Ausflug hier? Ja, hart, hart, hart. Ich schwitze. Nein, das erste Rennen war ziemlich gut. Guter Start gehabt. Dann leider einen kleinen Fehler. Aber dann konnte ich noch gegen Rösti mich durchsetzen. Ja, Ja. und dann das zweite Rennen, ja, eigentlich auch kein schlechter Start. Habe mich dann eher zurückgehalten, schauen, was so passiert vor mir. Ja, dann hat Edgar Dreher gehabt, Rösti. Ja, und dann war ich schon auf P4. Dann gegen Jan, aber da habe ich nicht vorbeigefunden, keinen Weg, das ist zu eng alles. Ja. Ja, damit gedacht, lege ich einen Boxenstopp vor und hat sich ausgezahlt. Weil das war, glaube ich, der beste Schachzug, den man machen konnte in der Situation. Ja, ich habe nur Also, gehofft, dass er vielleicht noch eine Runde länger draußen bleibt, aber ist sich zum Glück sehr knapp ausgegangen. wunderbar. Dann kommen wir noch zum drittplatzierten Rösti, der hier zu meiner Überraschung eigentlich sich da doch durchgesetzt hat, denn es sah ja lange Zeit so aus, als wäre der Jan schneller, der schnellere von euch beiden gewesen. Was sagst du dazu, Rösti? Ja, ich war selber auch überrascht, dass es geklappt hat, weil ich konnte ja die Zeiten eigentlich, wie man in der Quali und auch nachher gesehen hat, gar nicht mitfahren, die Vorderen gefahren sind. Aber irgendwie konnte ich mich da durchmogeln und ein bisschen aus den Crashs raushalten. Mein Auto war eigentlich auch bis zum Schluss noch ziemlich gut intakt. Leider habe ich mich mal noch gedreht, irgendwann zwischendrin. Aber ich konnte dann irgendwie Zeit aufholen. Ich weiß auch nicht, was vorne genau gelaufen ist. Ich glaube, der Jan hat dem Schluss auch noch eine krumme Aufhängung, wenn ich das richtig gehört habe. Und ja, dann hat gereicht. Ja, dann fragen wir doch mal Jan, was war mit deiner Aufhängung? Wie krumm war sie tatsächlich? Hast du nachgemessen oder hast du es einfach dabei bleiben lassen? Was war da los bei dir? Naja, nachmessen musste ich da nicht mehr wirklich. Das hat sich ziemlich krumm angefühlt. Aber ja, es war irgendwie dumm gelaufen, nachdem ich nach dem Boxenstopp, als ich nur noch auf P3 war, habe ich ein bisschen zu stark gepusht und da kam logischerweise auch der Fehler und tja, das ist halt Rennsport. Ja, so ist es. Gerade natürlich hier in Surfers Paradise, wo jeder Fehler sofort Genau. bestraft wird. Aber ich bin froh, überhaupt angekommen zu sein. Ja, angekommen seid ihr ja eigentlich fast alle, die jetzt hier sind. Fragen wir mal Michael Gehrig. Du warst heute eigentlich auch schnell unterwegs, phasenweise. Warum hat es am Ende dann nicht ganz gelangt? Meinst du jetzt mich? Ja, was war da los, dass du in beiden Rennen dann leider nicht angekommen bist, obwohl du eigentlich im Qualifying ja doch noch ganz gut unterwegs warst? Ja, keine Ahnung, mein Ping war erstaunlich hoch. Und ja, habe ich aufgegeben. Okay, Wollte niemand was? werden. Knacki, ja, ist auch sehr sportlich, muss jetzt man bin doch ich sagen. gespannt. Was hast du zu sagen? Was war da los bei dir mit den ganzen Boxenstopps im zweiten Rennen? Wer ich? Danny? Ja. Ja, ich habe Bockmist gebaut. Ich habe meine Karre in die Wand gesammelt, musste dann notgedrungen in die Box, weil überhaupt nichts mehr ging. Dummerweise fasst der Tank nicht so viel, dass ich hätte durchfahren können. Ich war in der 10. Runde schon in der Box. Und ja, so musste ich nochmal nachtanken, zwischendurch noch eine Stop-and-Go-Strafe bekommen und so ist es dann. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann den 5. nach Hause retten, aber der Patrick und ich glaube der Arne sind doch noch durchgeschlüpft.
Schade. Danny, du warst nach dem ersten Boxenstopp eigentlich der schnellste oder mit der schnellste auf der Strecke. Bist du enttäuscht, dass du da das Rennen quasi weggeworfen hast mit Ja, diesem Fehler? sicher. Sicher, also ich hatte mir eigentlich ausgerechnet, das Podium war eigentlich drinne, war am Start recht vorsichtig, habe gedacht, lass die da vorne sich mal eben bekappeln, aber es ging sich nicht aus, ich habe selber einen großen Fehler gemacht und dann, ja, war das Rennen eigentlich im Eimer. Aber auch eine ehrliche Antwort muss man auch mal respektieren. Ja, ich kann das zugeben, ich habe Mist gebaut und dann kann ich auch dazu stehen. Ja, finde ich klasse. Also fragen wir doch nochmal den Youngster, Kai Felix. Du hast kurzzeitig das zweite Rennen sogar angeführt. Ich habe damals gesagt, dass du wahrscheinlich gerade ziemlich mit deinem Herzschlag zu kämpfen hattest, wahrscheinlich. Erzähl Ja. mal, wie war das? Ja, es war eigentlich schon mal genial, auf dem ersten Platz zu sein, ne? Ist ja logisch. Ja, es war eigentlich auch relativ gut dann noch der Anfang, aber im zweiten Rennen dann der erste Boxenstopp. Ich hatte dann eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Und auf einmal war ich dann disqualifiziert, aber ich weiß nicht wieso. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht zu spät wahrgenommen, man weiß es nicht. Ja, Hast keine du das zu Ahnung. spät angezeigt? Dann Ja. hätten wir natürlich noch last but not least Dennis. Was kannst du uns erzählen zu deinem Rennen? Du warst zwischendurch auch ziemlich schnell, ganz gut dabei und dann warst du plötzlich weg. Ja, so mein erstes Rennen hat eigentlich relativ gut geklappt, außer ein, zwei Fehler. Da bin ich leider nur Sechster geworden. Hauptrennen bin ich in der ersten Kurve quasi. Ich wollte gern ausweichen und bin dadurch, habe ich mich selbst gedreht. Dann ist der Kai Dalanik, der hat die Tür relativ hart zugemacht, finde ich. Und da habe ich auch wieder zurückgesteckt, habe mich wieder getrillert und dann waren die Reifen fertig und Konzentration weg. Dann habe ich dann irgendwann mit 200 die eine Wand mitgenommen und dann war das Rennen vorbei. Ja, dann ist natürlich irgendwann das Glück auch mal erschöpft. Also es gab insgesamt sehr viele Fehler, wie das auch schon vorausgesagt wurde. Es ist halt auch eine sehr enge Strecke. Es ist sehr schwer, hier wirklich fehlerfrei durchzukommen. Ja, ich danke erstmal euch allen für die Stimmen so kurz nach dem Rennen. Und freue ich mich aber trotzdem sicherlich mit meinen Co-Kommentatoren hier auf das nächste Rennen, weil ihr habt definitiv heute spannendes Bildmaterial geliefert. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, Danke. Christian Ja, und danke Fanny. euch. Ja, Ja, vielen danke Dank. euch Mal wieder auch. gerne. Simon, musst du jetzt ein Kappel vorbeiziehen oder bin ich heute mal dran mit dem Kappel? Mach du mal, ich habe die Haare nicht schön. Ja, okay. Nur neben die Mütze. Danke auch nicht. Ich hatte einfach auch wieder Glück jetzt nach diesen paar schlechten Rennen, die ich vorher gehabt habe. Jo. Oh, nur heul nicht rum, Robin, du bist da voll. Gibt's ja gar nicht. Können Können wir wir dir dir auch noch mal Robin jetzt mal das Wort Titel entlocken oder redest du dann auch nicht drüber? Ja, eigentlich lieber ungern. Weil ja, wenn jetzt das heute so schon eine Vorentscheidung gewesen ist, ist es halt einfach schade, weil der Edgar eigentlich nicht wirklich hat mitspielen können und jo. Ja, das ist natürlich schade, aber nichtsdestotrotz, du hast die Leistung gebracht, von daher wäre das nicht unverdient. Das auf keinen Fall. Jo, danke. Gut, noch ein Wort unsere Zuschauer. Ich danke euch allen fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht nach den anfänglichen Schwierigkeiten technischer Natur. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Denn wie gesagt, auch wenn es so sein mag, dass Robin jetzt einen großen Vorsprung hat, da geht es weiterhin hoch her, denn die anderen Fahrer möchten auch noch gerne eine Position mindestens gut machen in der Wertung. Zumindest Robin angenehm in die Karre fahren. Liebe nicht. Ich fahre nicht mit, keine Sorge. Habt ihr die Möglichkeit, das Ding auszuschalten? Ich muss jetzt hier fragen, tut mir leid. Ich habe sie ja auch alle gefragt, ich weiß es nicht. Aber ich bin da mal weg für heute. Schönen Abend noch. Gute Nacht zusammen. Ciao. Ja. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao Jan, lass uns mal den Channel Tschüss. wechseln hier, dass wir wenigstens aus dem Stream Jo. rauskommen. Ja, lassen wir den mal alleine.
Ist jetzt aus. Noch nicht, Robin. Du kannst aber gerne noch was erzählen. Ja, wir sollten einfach mal rübergehen in Nee, schon Rennstelle gut. Gut und ich nachdenken. moderiere das hier nochmal Komm, eben gekonnt ausgesprochen. ab und dann komme ich gleich rüber. Dann mach du mal den Ebel. Ja, mache ich dann. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, danke nochmal. Jetzt haben wir nochmal die Stimmen aller Fahrer gehört. Und ich hoffe, gleich wird noch jemand den Stream ausschalten. Ich selber bin da leider nicht in der Regie, ich bin hier nur Kommentator. Ja, ich werde da nicht für bezahlt, ich mache das also nicht. Und von daher, nee, ich danke fürs Zusehen und sage einfach mal bis zum nächsten Mal.